Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es gibt heute kein Haustutorial, sondern es geht darum, ein Haus zu verbessern. Und ihr seht hier im Hintergrund, das ist mein beliebt bekanntestes oder eins, ich glaube mittlerweile sogar das meistgesehenste Video oder Haus auf meinem Kanal. Und ich dachte mir, was kann man machen, um das Haus vielleicht nochmal ein bisschen zu verbessern? Ich meine, ihr feiert das sowieso alle, aber ich dachte, vielleicht kann man ja so ein bisschen was daran machen und eventuell wird sogar so eine Serie daraus, dass ich das dann so von verschiedenen anderen Häusern auch mache. Und ich hatte schon ganz vergessen, dass ich das auch irgendwann mal eingerichtet habe. So, wir haben auf jeden Fall mit Birkenholz und Quarz gebaut, ne? Dementsprechend werden wir das auch weiterhin verwenden. Und das Erste, was mir jetzt gerade schon direkt einfällt oder auffällt, wir haben nichts für ein Auto, eine Garage oder sowas in der Art. Und dann würde ich sagen, dass wir das vielleicht als Erstes einmal machen. Und zwar nehmen wir uns dafür Birkenholz, Birkenholzzäune. Und dann würde ich sagen, hier auf der Seite, das kann man ja ganz easy machen, indem man, mal gucken, das geht sogar perfekt auf, sehr cool. Indem wir einfach hier so ein bisschen was rausziehen, vielleicht noch einen Block weiter, das würde, glaube ich, dann reichen. So. Und dann würde ich sagen, dass man hier unten auf der Höhe dann, zack, einmal überall Quarzblöcke hinbaut, bis hierhin, denke ich. Und dann sagen wir mal so, ne, auf jeden zweiten vielleicht das nochmal so ein bisschen erhöhen. Und dann Birkenholzzäune einmal hier oben als Säulen hin. Zack, dann hat man direkt eine Überdachung und kann hier ein Auto drunter parken. Also das ist schon mal sehr cool. So, dann würde ich fast sagen, nehmen wir uns vielleicht sogar ein bisschen Diorit oder sowas. Füllen davon einmal hier den Boden aus, damit man da auch, wobei hier hinten würde ich fast sagen, lass uns das einmal so verbinden. Aus Quarz und dann hier vorne. Na, natürlich würde das dann bis, ich mache das einfach mal bis hier hin, ne, so weit, wie wir das hier vorne auch gemacht haben. So, ersetzen wir mal die ganze Rasenfläche und packen hier überall dieses Diorit rein. Als Straße, ne, oder als Kies, wo man halt das Auto drauf parkt. So, erstmal hier überall rein. Dann müssen wir hier nochmal alles rausreißen. Doch eine ziemlich große Fläche, also eine lange Einfahrt halt, ne? So, hauen wir mal alles raus. Und mir geht es jetzt eigentlich gar nicht so um das Dekor, also nicht um das Einrichten so, sondern es geht jetzt wirklich darum, das Haus von der Bauweise so ein bisschen zu erweitern. Ne, heißt zum Beispiel, dass wir das so machen, dann würde ich aber sagen, dass wir dann rechts davon noch eine Schicht aus Quarz hinziehen, damit das so ein bisschen besser zur Geltung kommt. Ja, genau, das sieht doch schon mal cool aus. Das ist eine gute Erweiterung, finde ich. Eventuell würde ich hier hinten das auch einmal so rüberziehen, ne, dass wir so das einmal so ein bisschen eingerahmt haben. Genau, das finde ich so eigentlich ganz cool. Bin gerade am Überlegen, ob es Sinn macht, diese Musterung hier weiterzumachen, aber eigentlich nicht, ne, weil da kein, ne, es macht keinen Sinn. Nur ich würde hier auch nochmal ein Dings hinziehen. Dann passt das von der Form ein bisschen besser. Okay, doch, so bin ich zufrieden. Jetzt wird es gerade wieder dunkel. Außerdem gucke ich gerade hier. Diese Wand ist halt so ein bisschen kahl. Hier könnte man noch ein bisschen was machen. Und zwar, dass man sagt, dass man zum Beispiel hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sagen wir mal zum Beispiel 8 Blöcke. Wobei, 9, 10, sagen wir 10 Blöcke vielleicht mal rauszieht. So, dass dann einmal hier rüber zieht und vielleicht auf der gleichen Höhe wieder hinten. Heißt hier, sozusagen einfach das Ganze nochmal so ein bisschen zu erweitern. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Wir machen das hier unten dann auch, also dass wir die Plattform einmal erweitern. Soweit wie hier oben halt, ne? So, dann würde ich sagen, dass wir hier unten erstmal alles auffüllen. Also wie so ein extra Raum oder so, den wir hier dran setzen. Ne? Vielleicht bauen wir da sogar wirklich eine Tür rein. Muss ich nur gleich innen gucken, wie es da aussieht, ne? Weil wir das ja schon dekoriert haben, ob da überhaupt eine Tür reinpasst.
oder nicht. Ansonsten müsste man das halt einmal abändern, aber es geht ja auch. So, und dann würde ich sagen, dass man hier auch einmal das Ganze so zumacht. Da haben wir gleich eine schöne Decke hier. So. Einmal hier weiter und hier weiter. Und ich würde sagen, dass man das hier auf dieser Seite einmal zumacht. Also das heißt, hier eine Verbindung von unten nach oben baut. Dann sieht das Ganze direkt stabil aus auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja, passt das irgendwie so vom Stil des Hauses. Dann würde ich fast sagen, hier so ein bisschen Holz rein, hier ein bisschen Holz rein und dann würde ich hier so ein fettes Glasfenster reinhauen auf der Seite und auf der Rückseite vielleicht eine Tür oder sowas. Ne, aber sagen wir mal so, ne, das finde ich schon mal ganz cool. Da würde ich gleich noch ein bisschen was machen, aber das gucken wir mal gleich, wie wir das dann gestalten. Und hier würde ich fast sagen, einmal hier vielleicht Holz rein, hier noch eine Schicht Holz rein und hier überall würde ich genau auch Holz rein machen. Ich bin gerade am Überlegen her, wegen der Tür, die würde ich hier reinbauen. Wie haben wir denn sonst die Türen gemacht? Einfach so zu und vorne. Ach, das ist in der Seite drin, ne? Einfach in der Wand. Bin gerade am Überlegen, ob ich... Ja, dann würde ich fast sagen, dass wir das gleiche Prinzip auch einfach fortsetzen, dass die Türen auch alle zueinander passen. Heißt so. Nur ich würde hier anstatt den Treppen das Ganze nochmal so ein bisschen erweitern und sagen, bis hierhin. So, ziehen wir hier eine Plattform rein. Und zwar genau so. Dann würden wir weiße Glasscheiben nehmen, die hier einmal entlang ziehen. Hier entlang ziehen. Hier müsste halt auch eine Treppe oder so eine Stufe oder sowas rein. Ne? Das machen wir dann auf jeden Fall auch. Dass wir sagen, so 1, 2, 3, 4, die reißen wir raus. Hier kommt eine Stufe hin. Zack, kann man hier hoch und runter gehen, auf entspannt. So, da kommen wir nach oben. Ist auch gut. Und... Ja, hier könnte man natürlich noch so eine Dachterrasse draus machen. Machen wir gleich auf jeden Fall auch. So, ich überlege gerade, ich würde das, glaube ich, auch noch überdachen. Bin nur am Überlegen, ob das cooler aussieht mit Quarz oder ob wir das mit Holz machen. Ich mache das aber, glaube ich, mit Holz. Dass wir sagen, hier auf der Stelle ziehen wir vielleicht auch gar nicht ganz bis zum Ende, sondern... Bis hierhin zum Beispiel. Na, ziehen wir so eine Holzschicht hier auch nochmal. Und sagen auf jeden zweiten, wenn das passt, hier und das passt sogar, kommt dann hier eine Verbindung aus Holz hin. So, und dann hier außen wird das Ganze dann von solchen Säulen getragen. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. So, und auf der Seite auch. Zack, heißt bis hierhin. Da würde ich fast sagen, hier zwischen auch nochmal, ne? So, und hier auf der Seite auch nochmal. Zack, zack, zack. Dann brauchen wir trotzdem Glasscheiben, die wir dann einmal hier entlang ziehen, bis zum Rand, würde ich sagen. Einmal hier rüber, so. Und hier entlang. Ich weiß, diese Stellen sind so ein bisschen... Das stört so ein bisschen, aber ich glaube, das geht schon in Ordnung. So, dann lass uns mal kurz reingehen und schauen. Okay, ich habe mir das schon fast gedacht, dass hier kein Platz sein wird. Also das Einzige, was man machen könnte, ist, dass man das hier halt rausreißt. Hier so eine Tür irgendwie reinbaut. Ist sogar mittig, ne? Das würde ich, glaube ich, so machen. Dann hat man hier eine Tür raus. Das passt sogar voll gut. Okay, ja doch, das finde ich cool. So, und hier unten, an der Stelle, wobei ich dann fast sagen würde, wir reißen hier doch nochmal so ein bisschen Holz raus. 4 Stück. Und ziehen dort Glasscheiben rein. Und dann würde ich gerne hier anstatt Quarz, Rasenflächen nehmen, also Grasblöcke, die dort reinhauen und dann machen wir einfach, weil ein bisschen Deko-mäßig können wir jetzt auch schon machen, nehmen wir uns hier so ein bisschen Farn, packen das hier vor
Wobei hier hinten dann eigentlich auch so, sagen wir mal, bis da hinten rein. Gucken wir mal von hier. Ja, sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Kann man so machen. Genau, so. Dann lass mal kurz gucken von der Innenseite, was auf der, was hier abgeht. Und da können wir eigentlich direkt die hier rausreißen. Das passt ja perfekt. Und dann eine Doppeltür hier reinhauen. Ja, das passt richtig gut. Zack, zack. Hat man hier einen weiteren Raum. Ein Schlafzimmer oder sowas. Ist ein bisschen dunkel hier drin. Aber wenn wir sagen so, dann nehmen wir, wenn wir schon dabei sind, habe eigentlich gesagt, dass wir keine Deko machen. Jetzt bin ich doch schon halb dabei. Und hier passt das dann natürlich nicht. Vielleicht ist es ein bisschen too much, ne? So zwei von diesen Lampen. Nein, das sieht kacke aus. Ich lasse es erstmal so, wie es ist. Ne? Wie gesagt, ich möchte mich jetzt eigentlich nicht um diese Deko kümmern, sondern um das Ding so an sich. Doch, ich finde, das ist schon eine sehr coole Erweiterung. Auf beiden Seiten. Guck mal, das Haus wirkt direkt anders. Dann würde ich fast sagen, dass man hier vorne hingeht. Und hier anfängt auch Quarzblöcke so hier rauszuziehen. Über diese Fläche. Und dann überleg gerade, was man daraus macht. Wir haben hier schon so Pools. Man könnte irgendwie noch einen weiteren Pool oder halt noch eine Rasenfläche oder sowas hier reinpacken, ne? Und ich wäre schon fast dafür, hier auch eine Rasenfläche draus zu machen. Heißt hier überall diese Grasblöcke rein. Und so ein bisschen das, was wir hier gemacht haben. Sowas ähnliches dann auch hier reinzuhauen. Ne? Sagen wir mal zum Beispiel hier, hier, hier und hier kommen Zäune hin. Die sind auch unterschiedlich lang hier. Ne? Okay, machen wir mal so. Beispielsweise gucken wir mal, wenn wir den drei Blöcke hoch machen und sonst alle zwei. Beziehungsweise den vielleicht sogar nur auf eins hoch. Das sieht doch... Ja, das sieht cool aus. Ich feiere das. Okay, sehr schön. Gefällt mir. Ist auf jeden Fall ein gutes Upgrade, meiner Meinung nach. Ja. Sieht doch schon ganz cool aus. Dann würde ich vielleicht hier hingehen und sagen, so, zack, zack, zack. Immer mit zwei Blöcken Abstand oder so. Haut man hier auch solche Glowstones drauf, dass man hier noch so ein bisschen Beleuchtung auch im Dunkeln hat. Ne, gerade weil es jetzt halt ein bisschen dunkel geworden ist. Aber ansonsten sieht das halt so aus beim Tag, ne? So, dass mit dem Eingang das passt. Wem das erweitert. Ja, Leute, ich würde sagen, eine coole Erweiterung zu dem Haus. Also mir gefällt es, ich finde es richtig nice. Es wirkt halt direkt anders, ne? Guck mal, das ist das erste Haus, also wie es vorher war. Und so sieht es jetzt aus, also es wirkt ganz anders, aber es wirkt cool. Also ich feiere das. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Ist so ein bisschen spontan, einfach mal so ein bisschen rumbasteln an den Häusern. Ja, falls euch das gefallen hat, lasst mal gerne ein Like da. Sagt mal, wie ihr das findet, also ob ihr das vorher cooler fandet, so, ob ihr die neue Version cooler findet. Wenn ja, also ne, warum vertritt ihr die Meinung? Würde mich immer interessieren. Also haut das wirklich in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein, meine Freunde. Ciao. Ciao.